Hallo Leute, liebe Abonnenten, liebe Neuzuschalter und wer auch immer dieses Video gerade sieht, willkommen zurück bei Giochi. Wieder mal ein neues Video von mir, dieses Mal, wie versprochen, mit dem Anfang der neuen Serie. Wie boarde ich gegen, oder auf Englisch, how to board against. Ich werde jetzt mir immer mal ein Deck nehmen, euch das vorstellen, was so die Schlüsselzüge des Decks sind und wo setzt man die Zange effizient an, um das Deck auszuschalten. Ich werde euch dann einige Side-Deck-Varianten präsentieren, mit denen man dann ganz gut dagegen vorgehen kann und hoffe euch dann so ein bisschen klar zu machen, wie man denn die Zange gegen manche Decks ansetzt, denn ich glaube, jeder hat sich schon mal gegen Gravekeeper aufgeregt, dass man immer dasselbe kassiert oder Samurai oder Plant oder was auch immer. Und genau das werde ich euch vorstellen. Und heute fange ich einfach mal mit einem der wohl nervigsten Decks im Moment an. Hat, denke ich, jeder schon mal kassiert. Und wenn man nicht weiß, wie man dagegen vorgehen soll, oder First Turn immer dieser gute Herr hier liegt, der Mr. Shien von den 6 Samurai, dann weiß man echt nicht so gut, was man da machen soll. Deswegen jetzt erstmal ein paar Schlüsselzüge des Decks und wie geht man dagegen vor. Das gute Samurai-Deck, habt ihr bestimmt gemerkt, fängt oft mit dieser Combo an. Kageki, Kagemusha, die werden zusammengesucht über Shien Smoke Signal und Rota. Ja, da haben wir schon mal die ersten Möglichkeiten, wie man gegen diesen guten Startzug ansetzen kann. Wenn wir selbst anfangen, haben wir die Möglichkeiten, die beiden Suchkarten mit dem einfachen Rai-O auszuhebeln. Rai-O, ziemlich gut. Gegen das Deck, wir spielen im Samurai nämlich 3 Smoke Signals und eine Rota. Zusätzlich noch wird gerne über das Portal gesucht. Auch das kann damit verhindert werden. Der Samurai-Spieler kommt, wenn er das Setup nicht direkt auf der Hand hat, gar nicht erst ins Spiel. Kann in der Regel, wenn er nicht gerade 2 Kisans und einen Samurai auf der Hand hat, nicht mal den Rai-O wegmachen. Und hat dann erstmal einen Beatstick gegen sich stehen, den er nicht so einfach überrennen kann. Dann haben wir das Problem Shien damit gelöst. Das Problem Shien, wenn die beiden einfach rauskommen, Rai-O kann nämlich auch noch mit seinem Effekt einfach sagen, nein, ich will das Synchro-Summon nicht, ich negiere das einfach, Shien muss einfach mal wieder kuscheln gehen. Rai-O also eine ziemlich mächtige Side-Deck-Variante, aber ich denke mal, das ist jetzt spontan nichts Neues. Dann natürlich die Standardsachen wie Puppet Plant und Kinetic Soldier. Spielt der Gegner seinen Shien oder, abgesehen vom Shien, den Grandmaster oder noch andere Samurai- und Kriegermonster, können wir einfach mit der Puppet Plant die guten übernehmen. Level 5 bietet sich natürlich perfekt an, um weiter zu versynchron den Effekt von Shien vielleicht erst für den Angriff durchzudrücken und dann die Monster effizient loszuwerden. Den Grandmaster kriegen wir so in den Friedhof, wenn wir ihn weiter versynchron oder opfern oder was auch immer, ohne dass sein Effekt triggert. Genauso mit dem Shien, der kann nicht geschützt werden. Und wenn sie in den Kinetic rennen mit 3,8 Death oder in Angriff mit 3350 Angriffspunkten, dann tut das schon echt weh. Das ist dann schon ein Powerhouse, das man nicht so einfach überrennen kann. Aber auch das sind vielleicht gar nicht so unbekannte Beispiele. Dann kann ich euch den Effektwähler noch so ein bisschen ans Herz legen. Ist gar nicht so schlecht, wenn der Gegner ein Opening hat. Wie zum Beispiel Kageki, Kagemusha. Und man selber bringt einfach den Effektwähler auf den Kageki. Dann liegt der Kageki da auch erstmal eine Runde und man hat noch ein bisschen Zeit. Wähler genauso gut, wenn man beim Gegner einen Shien liegen hat. Und vielleicht ein bisschen Schutzkarten hinten, Phasenwechsel auf die Battle Phase, den Effektwähler auf den Shien. Wenn der Gegner nicht so gut ist, wird er trotzdem in den Schutz rein angreifen. Bei einem guten Gegner habt ihr euch auf jeden Fall noch eine Runde gekauft. Dann kommen wir jetzt zu den etwas, ja, ich sag mal, unbekannteren Optionen. Ich persönlich kann euch da nämlich die Royal Oppression ans Herz legen. Wurde früher sehr belächelt gegen Samurai, was einfach an diesem guten Herrn liegt, an dem Grandmaster. Das ist das einzige Monster in der Regel, das ihr genau nicht treffen wollt mit der Royal Oppression. Alles andere nimmt das Deck doch ziemlich hoch, wenn man den Kageki, den Kagemusha sieht, die Synchro-Beschwörung, den Kisan, den ich jetzt gerade hier nicht liegen habe, und ähnliches.
Man kann eigentlich das ganze Spiel, den ganzen Spielaufbau ziemlich unterbinden von den Samurais mit Royal Oppression. Also ziemlich zu empfehlen. Dann haben wir noch... wo haben wir sie denn? Hier. Die Chain Disappearance. Auch nicht zu unterschätzen. Im Moment allgemein sehr, sehr starke Side-Deck-Karte. Welche Ziele hat man in dem Deck? Richtig, man hat Kagemusha als Ziel. Das ist das wichtigste Ziel meiner Meinung nach, das man treffen kann mit der Chain Disappearance. Treffen wir den Kagemusha mit der Chain Disappearance, dann guckt der Gegner dich erstmal an, überlegt kurz und merkt, er kann nichts mehr synchron. Kagemusha, in der Regel der einzige Tuner, der im Samurai gespielt wird, wird oft wieder recycelt mit den Techniken und mit Reborn und mit allem möglichen Schnickschnack, schnell auf die Hand gesucht. Ja, ich denke, jeder Samurai-Spieler weiß, wie das ist, wenn man einfach mal keinen Kagemusha mehr hat. Stellt es euch einfach mal vor. Dann habt ihr ein paar Beatsticks, das war's. Kein Shien mehr, kein Bakion mehr, kein Trishula mehr, nichts. Also sehr zu empfehlen, wenn ihr damit einen Kagemusha treffen könnt. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch diesen guten Herrn hier ans Herz legen, den Dust Tornado. Dust Tornado, auch sehr belächelt meiner Meinung nach, aber viele, viele Ziele, die man im Samurai treffen kann. Hauptsächlich natürlich diese beiden guten hier, das Portal und die 6 Samurai vereint. Beide Schlüsselkarten für das Setup des gegnerischen Decks. Samurai United, einfach 2 Karten ziehen lassen. Das Portal, unbegrenzt Counter sammeln in der Regel. Alleine bei einem Shien Summon über Kageki Kagemusha sind da schon mal 6 Counter drauf. Man sucht einen neuen Samurai, meistens dann den Grandmaster, dann sind wir immer noch bei 4, weil man ja 2 für Summon bekommt, 4 runterlegt, sind wir wieder bei 4. Dann nochmal einen sucht, dann sind wir immer noch bei 2 und das ist schon ziemlich hart. Eine ziemliche Pluskarte, die einfach absolut ausgehebelt wird, wenn wir einfach den Dust Tornado schnell genug haben und darauf aktivieren, dann ist die Karte einfach weg. Absolut zu Recht auf 1 und es ist es auch absolut wert, dass man effizientes Spiel dagegen ausrichtet. Genauso das 6 Samurai United, im Prinzip ein Topf der Gier für Samurais, darf man nicht unterschätzen, ist ein potenzielles Plus 1, hat zwar die Bedingung, dass man 2 Samurais summonen muss, aber durch Techniken, durch den Grandmaster, durch die Kisans, durch Kageki Kagemusha ist das nicht so wirklich schwer. Und dann haben wir halt noch, meiner Meinung nach, den Ganzschutz und das Magatama, das wir einfach mit dem Dust Tornado treffen können. Wenn wir ein Dust Tornado auf ein Magatama spielen, dann ist die Karte effizient einfach ausgeschaltet. Magatama, eine Karte, die ziemlich viele Leute einfach, ich sag's jetzt mal ganz direkt, ziemlich abfuckt. Wer hat's nicht schon mal gehabt? Wir können irgendwie das Spiel beenden, wir zerstören was mit Black Rose oder so. Und dann kommt das Magatama und sagt einfach, nö. Das ist schon ziemlich hart. Dust Tornadoes kann ich nur sehr empfehlen. Es wird im Samurai oft Schutz gegen Summons gespielt. Dann zusätzlich die Magatamas und eben diese Offensiv-Permanent-Spells, die das Setup einfach ermöglichen und die die Samurais einfach brauchen. Haben mich persönlich sehr überzeugt im Side-Deck gegen Samurai, die Dust Tornadoes. Würde ich auch jedem von euch empfehlen. So. Dann kann man jetzt natürlich noch so ein paar Sachen sagen, die man eigentlich im Main schon eher findet. Nämlich so Sachen wie die Rykos, die werden meistens nicht aus dem Side-Deck kommen. Oder Sachen wie Spirit Reaper, habe ich auch gerade keinen zur Hand. Irgendwo. Doch. Natürlich habe ich einen zur Hand. Haha. oder so Sachen wie der gute Spirit Reaper. Die kommen halt meistens direkt aus dem Main Deck. Sowas werdet ihr meistens nicht im Side Deck haben. Aber auch das, ziemlich starke Karten dagegen. Mit dem Ryko fressen wir einfach den Shien direkt weg, wenn kein Kisan liegt oder wenn der Gegner nicht klug genug ist, um zu merken, dass Shien seine Zerstörung umlenken kann. Und der Reaper ist halt einfach der Gegner overextended. Reaper liegt face down. Der Gegner greift mit 5 Monstern an. Wir decken den Reaper auf. Und er merkt, er hat 5 Beatsticks auf dem Feld und kann nichts gegen den Reaper machen. Ihr denkt, okay, ein dummer Samurai-Spieler würde das tun, aber mehr Samurai-Spieler, als ihr denkt, packen einfach alles aus und denken, wie hoch ist die Chance, dass er jetzt irgendwas liegt. Und dann deckt ihr den Reaper auf und wartet einfach und lacht ihn aus. Ja, das jetzt erstmal zu meinem kleinen How-to-Board-Against- Guide, sag ich mal. Ich kann euch natürlich nicht sagen, was ihr rausboarden solltet, denn ich weiß ja nicht, was ihr so spielt oder wie euer Deck aufgebaut ist. Ihr solltet natürlich gucken, dass ihr
Karten rausnehmt, die nicht so viel gegen Samurai bringen. Das hängt halt immer von eurem Deck ab. Also ich würde euch zum Beispiel empfehlen, dass wenn ihr schnell immer Shien abbekommt, dass ihr dann vielleicht Sachen wie... Ja, ist eine sehr gute Frage. Herr Prinz, ja. Haben Sie eine Idee? BTHs. Genau, BTHs. Ja. Zerstörende Spelltraps, zerstörende Monstereffekte sind natürlich ziemlich gut gegen Samurai. Ja, generell mehr Monster. Mehr Monstereffekte, ja. Man merkt einfach hier, ist noch früher Morgen. Ansonsten hoffe ich, dass euch, das Ganze ein bisschen geholfen hat und dass ihr vielleicht jetzt euch ein bisschen besser vorstellen könnt, was ihr gegen Samurais boarden könnt. Natürlich werdet ihr nicht alle von den Karten im Side-Deck haben, deswegen habe ich versucht, eine große Frequenz von möglichen Side-Deck-Karten zu treffen, die ihr haben könntet und die ihr dann reinnehmen könnt. Im Endeffekt sind es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Karten gewesen, von denen meiner Meinung nach mit Puppet Plant, Rai-O und Wailer in der Regel 3 fast omnipräsent sind. Beim nächsten Mal werde ich auch wieder mir ein Deck nehmen, wahrscheinlich die Sabers, und werde euch erzählen, was man da so gegenboarden kann, und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ansonsten, wie immer, Anregungen, Kritiken, Wünsche, Kommentare und so weiter und so fort, bitte in die Comments, wenn euch das Ganze gefällt. Den hier, der Daumen hoch. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch das Ganze für die DM nächste Woche ein bisschen hilft.